wichtige Daten und Tage vergessen. Da fallen die meisten Männer durch. Da fallen die meisten Männer durch und wir Frauen verstehen nicht, wo es so kompliziert ist, bestimmte Daten zu merken, und dabei hat jeder ein Handy in der Hand. Man kann da alle tausend von Erinnerungen installieren und in E-Mail und so weiter und so fort. Also wir verstehen es nicht. Wir können Männer bestimmte Daten vernachlässigen, weil unser Gehirn funktioniert anders. Wir sind auf Kleinigkeiten fixiert und wir merken uns die Daten. Bei dem letzten Webinar habe ich Ihnen vier obligatorische Daten genannt. Also vier obligatorische Daten, die Sie unbedingt in Ihrem Kalender speichern müssen. Das sind Geburtstag Ihrer Dame, das ist 8. März, also Internationale Frauentag. In Russland, Ukraine, Belarus, das ist heiliger Tag für die Frauen. Also ich will nicht wissen, was Ihre Partnerin mit Ihnen macht, falls Sie das vergessen. 14. Februar natürlich. Ja, 14. Februar, da gehören die Blumen dazu und Silvester. Also nicht Weihnachten, bei uns Silvester. Also Silvester ist auch ein heiliger Tag. Bei dem letzten Webinar habe ich auch die Hilfe aus dem Saal bekommen, von dem Publikum bekommen. Das ist Tag des Kennenlernens, also fünfter Tag, Tag des Kennenlernens und Tag der Hochzeit. Also für die Verheirateten sind das sechs Daten, die Sie in Ihrem Kalender wirklich mit großen leuchtenden Buchstaben gespeichert werden müssen, weil wenn Sie diese Daten vergessen, dann sind Sie in Gefahr. Und ich kann Sie daraus auch nicht retten. Es tut mir leid. Okay, gut, ich lese dann Kommentare. Ich hoffe, Sie werden mir verzeihen, was ich sage. Mit so einer Vorteil ist es vielleicht den Männern so peinlich, einkaufen zu gehen. Ich kenne die Geschichte, man hat die Fotos geschickt und der Mann hat in verschiedene Reihen gesucht. Also ich weiß nicht. Ich kann das nicht erklären. Falls Sie meine mir erklären können, warum mit Einkaufsliste doch irgendwas Falsches einkauft, ich wäre wirklich Ihnen verbunden, weil ich verstehe das nicht. Männer sind beim Einkaufen auch viel pragmatischer. Es gibt auch Männer, die sehr gut hinbekommen, also wenige Männer, die das sehr gut hinbekommen. Ist das Problem ein mögliches oder kommt das wirklich so oft vor? Es kommt wirklich oft vor. Ich habe jedenfalls noch nie was Falsches gekauft beim Einkaufen, wohl bei jedem unterschiedlich. Ja, wenn die, vielleicht hat die Dame Ihnen das nicht gesagt, aber dass Sie das perfekt hinbekommen haben und immer perfekt hinbekommen haben, das glaube ich Ihnen nicht. Es ist doch ein bisschen passiert. Ja, man darf einfach keine wichtigen Daten vergessen. Stimmt, genau. Wenn eine Frau nach Deutschland geflüchtet ist und eine 16-jährige Tochter hat, gehe ich davon aus, dass ihre Tochter auch hier ist. Kann man dies konkret fragen und das ist unpassend. Ich sehe an dieser Frage wirklich nichts Unpassendes. Wo ist das Problem zu fragen, ist deine Tochter mit dabei? Also ist es keine Beleidigung, das ist eine Tatsache. Also wo ist das Problem? Okay, Jens schreibt: Kennenlerntag, erster Treffentag, erster Kusstag, erstmal Familie getroffen, Tag, vierjähriges und halbjähriges Jubiläum. Nee, also Jens, das ist schon zu viel. Ich habe gesagt, vier obligatorische und zwei, ja, zusätzlich, die zusätzlich bekommen. Natürlich, wenn es soweit ist, wirklich jedes Mal das Datum, okay, dann kommen die Geburtstage von den gemeinsamen Kindern und von der Familie. Also eigentlich, es kommt etwas mehr dazu. Deswegen lernen Sie es wirklich, Ihre Kalender, Ihre Google-Kalender zu nutzen und in den Handys das alles zu speichern. Wofür gibt es im Handy einen Kalender, wo man sich das speichern kann? So vergisst man keine wichtigen Daten mehr. Absolut, genau das habe ich gesagt. Kann sich ein verliebter Mann an Daten erinnern? Sehr wahrscheinlich nicht. Weil es hat wirklich nichts damit zu tun, dass die Männer es extra gewollt haben, zu vergessen. Es ist einfach, Gehirn funktioniert anders. Und also wie ich schon gesagt habe, wir haben jetzt eine Dame, die Fragen stellt. Das heißt, liebe Herren, Sie können ganz gerne unsere Gästen die Fragen beantworten. Aber es ist wirklich so, die Männer sind vergesslich bei den Daten, nicht weil sie es ja, schlecht meinen, sondern es ist einfach passiert. So ausgerutscht.
aus dem Gehirn ausgerutscht. Aber für uns Frauen, das ist eine der Sachen, die wir nicht verstehen können. Wie kann man das vergessen? Wie kann man 8. März vergessen? Und wie kann man, ich weiß nicht, Geburtstag vergessen? Also wir verstehen es nicht. Okay, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Ich schalte das aus. Ich würde eher sagen, dass ein Philipp de Man sogar motiviert ist, sich die Daten zu merken. Jens, je nachdem, in welcher Phase er sich befindet, weil das, wenn das Anfangsphase, wo alles absolut so wie Feuerwerk der Gefühle ist, dann ist es eher wahrscheinlicher, dass er alles vergisst, weil Gehirnzellen auf andere Aufgaben konzentriert sind. Das heißt also eher die Menschen in langfristigen und stabilen Beziehungen sind imstande, die Daten zu merken, weil Gehirn funktioniert schon in der Richtung, die Beziehung zu verstärken. Und wenn wir absolut verliebt sind und diese Wahnsinn von Gefühlen und von Hormonen, dann ist es eher wahrscheinlich, die wichtigen Daten zu vergessen.